Liebe Wochenblatt-TV-Zuschauer, bei angenehmen, frühlingshaften, ja schon fast sommerlichen Temperaturen hier am Schloss zu Jever machen wir uns vom Wochenblatt-TV, also Jürgen und meine Wenigkeit, auf nach Sande und da besuchen wir heute den Frühlingsmarkt. Und schon sind wir in Sande, beim Sander Frühlingsfest. Jetzt sind wir hier beim KSV, Kanu- und Segelverein Sande. Neben mir kniet Herr Schmidt, ich sitze natürlich in so einem Kanu drinne, weil das ja auch richtig sein soll. Das sieht ein bisschen sportlich aus für mich. Und Herr Schmidt, wie lange gibt es den KSV eigentlich? Der KSV besteht schon ungefähr 40 Jahre. Wie viele Mitglieder haben Sie? Wir haben momentan eine aktive Mitgliederzahl von ungefähr 120 Sportskameraden. Davon sind mindestens 30, 40 wirklich aktiv am Paddeln. Verschiedene Altersgruppen oder beschränkt sich das oder können Kinder da noch nicht mitmachen? Doch, wir haben Kinder, eine Jugendgruppe. Wir nehmen Kinder auf ab 8 Jahren und bis 18, 20, je nachdem, wie es gerade ist. Und die Erwachsenen praktisch bis ins hohe Alter. Wir haben Paddelkameraden im Nachbarverein, der ist 85. Wenn man in so einem Kanu sitzt, dann will man natürlich auch Wasser haben. Wo fahren Sie hier? Wir fahren jetzt hier auf dem Emsjade-Kanal, allerdings auch die Made hoch bis Rüstersiel. Einige Kameraden fahren auch im Nassauhafen oder vom Nassauhafen rüber zum Leuchtturm Arngast und dann nach Dangast und retour. Oder aber auch mal zu den ostfriesischen Inseln wie Norderney, Baltrum, Spiekeroog hoch. Auch die Touren haben wir schon gemacht und Großflüsse sind wir auch zu finden auf der Elbe, Weser. Und ja, praktisch ganz Deutschland und auch im nahen Ausland sind wir auch auf Gewässern und Seen zu finden. Also man macht große Fahrten zu den Inseln hin und wenn Sie Lust und Zeit haben, dann kommen Sie hier einfach mal zum KSV hin und lassen sich mal beraten. Vielleicht wäre das auch eine Sportart für sich. Vielen Dank, Herr Schmidt. Ja, bitte. Ja, liebe Wochenblatt-TV-Zuschauer, auch hier auf dem Sander Frühling ist die, wie jedes Jahr natürlich die Autobranche stark vertreten. Und wie Sie sehen in unseren Bildern, tolle Fahrzeuge. Ja, sehr eigenwilliges Fahrzeug, sehr komisches Fahrzeug, habe ich selber noch nicht gesehen. Aber hier muss normalerweise noch eine zweite Person mit rein. Wäre besser, dann macht das Autofahren auch richtig Spaß. Und da ist sie. Und schon sitze ich nicht mehr hier alleine. Komisches Auto irgendwie, habe ich selber noch nie gesehen. Was ist das? Das ist ein Strandbuggy oder ein Buggy, sagt man. Also kann man am Strand fahren, auf der Straße oder im Gelände, je nachdem, wozu man Lust hat. Und ja, das große Plus bei diesem Fahrzeug ist einfach Spaß zu haben. Ist ein Go-Kart auf 4 Rädern, ein bisschen höher, fürs Gelände auch geeignet. Gut, Jürgen, ich würde sagen, wir brechen hier die Dreharbeiten ab. Ich fahre mit dieser netten, sympathischen Dame jetzt ins Gelände. Erstmal ins Gelände und dann fahren wir ein bisschen an den Strand und gucken mal hier, was uns... Wir lassen uns das gleich gut gehen, auf jeden Fall. Machen Sie schon mal gut. So, wir sind wieder da. Ich bin wieder alleine. War eine super tolle Fahrt durchs Gelände und noch ein bisschen am Strand mit dieser netten, jungen Dame gerade gewesen. War richtig top. Ja, nach dieser turbulenten Fahrt soll es jetzt auch ein bisschen was ruhiger zugehen. Und der Sander Frühling hat nicht nur Autos und Motorräder zu bieten oder skurrile Fahrzeuge, sondern der Sander Frühling hat auch natürlich den Flohmarkt zu bieten. Und den gucke ich mir jetzt mal eben an. Ja, liebe Wochenblatt-TV-Zuschauer, das war so ein kleiner Eindruck von dem Sander Frühling. Jürgen und ich, wir machen uns jetzt wieder auf die Reise. Wir wollen mal sehen, wo wir die nächste Station haben. Ja, liebe Wochenblatt-TV-Zuschauer, wie gesagt, nicht nur Autos und Flohmarkt, sondern die Kinder müssen natürlich auch beschäftigt werden. Dazu gehört das allseits beliebte, Bullenreiten dazu. Ich selber bin da mal drauf gewesen, ich gehe da auch nie wieder drauf, ich bin da mal runtergefallen. Und seitdem habe ich vor diesen Dingern Respekt. Ja, das ist, kann nämlich passieren, wenn man sich nicht festhält, dann fällt man da einfach mal runter. Ja, hier werden natürlich tolle Sachen versteigert. Hier werden Gold und Diamanten versteigert. Soll gut für die Stadtkasse sein. Auch Fahrräder werden versteigert durch den stellvertretenden Bürgermeister Michael Ramke. Ja, liebe Wochenblatt-TV-Zuschauer,
Sie haben einen kleinen Einblick in den Sander Frühling von uns bekommen. Wir konnten Ihnen weitaus nicht alles zeigen. Es ist einfach zu umfangreich. Aber wenn Sie nochmal alles sehen wollen, dann kommen Sie nächstes Jahr hier zum Sander Frühling und dann können Sie alles in Ruhe genießen.